Jetzt, nach dem China-Plagiatvorwurf zu ihrem Haarreif, jetzt äußert sich Kathi Hummels. Porsche-Festspiele von Salzburg. Prinzessin zu Leiningen zeigt ihre Familie Seite an Seite mit Wolfgang Porsche. Und Urlaub bei den Clunys. George, Amal und die Kinder am Comer See. Heute haben wir viel Familienscham bei Bunte Live. Wir schalten direkt in die Bunte Redaktion nach München. Ich freue mich sehr, mit Barbara Fischer zu sprechen. Hallo Barbara. Hallo. Hi. So, eine Schocknachricht beschäftigt die Fans von Kathi Hummels seit dem Wochenende. Ein Vorwurf steht im Raum. Ist ihre Schmuckkollektion von den Chinesen abgekupfert oder vielleicht gar billiger Ramsch? Hier sehen wir nämlich ein Schmuckstück aus der Linie von Kathi für 40 Euro und eins auf der chinesischen Handelsplattform AliExpress für nicht mal 10 Euro. Und die Frage ist natürlich, wer hat hier von wem abgekupfert? Jetzt hat sich die Moderatorin und Designerin exklusiv in Bunte dazu geäußert. Kathi Hummels steht unter Schock. Im Netz kursieren Bilder, die Kathis Haarschmuck-Kollektion auf der chinesischen Billigplattform AliExpress zeigen. Die Ähnlichkeit verblüffend. Der Vorwurf, Billigprodukte teuer verkaufen. Ich kenne diese Seite gar nicht, ich würde da niemals bestellen. Also über Instagram wurde uns das sozusagen zugespielt von einer ganz lieben Kundin. Die hat auch eine super süße Nachricht geschrieben. Und erstmal war ich total perplex, weil wir wissen, was wir tun. Wir wissen, was wir wie tun, auch mit vollem Herzblut. Und wir stehen hinter dem, was wir tun. Und dann habe ich natürlich Kathi angerufen. Wir sind ja sowieso immer im engen Austausch. Und habe ihr davon berichtet. Zugegeben, Kathis It-Pieces haben große Ähnlichkeit mit den Produkten des chinesischen Billiganbieters. Kathi weist jegliche Plagiatvorwürfe ausdrücklich zurück. Wenn jemand entscheidet, die Produkte bei Begraced sind mir zu teuer und ich bekomme die für 30 Euro günstiger bei AliExpress, es ist jedem Menschen freigestellt, dort einzukaufen. Du kannst bei AliExpress kaufen, was du möchtest. Es gibt anscheinend auch Rolex-Uhren, es gibt Adidas-Schuhe, es gibt alles. Feel free to buy there. Bei uns garantieren wir für das, was wir versprechen. Und da muss ich echt sagen, haben wir eine absolut weiße Weste und wir stehen zu 1000% dahinter, weil wir wollen jede Frau schön machen. Wir fragen Kathi und ihre Businesspartnerin Sarah, wie erklären sich die beiden die Ähnlichkeit? Wo wird die Ware produziert? Aufgrund dessen, dass wir das zugänglich machen möchten, dass wir jedermann damit bereichern können, sind wir gezwungen, in Anführungszeichen, im Ausland zu produzieren. Im europäischen Ausland? Oder? Nein, im asiatischen Ausland. Nachdem Kathi von dem Vorwurf erfährt, kontaktiert sie umgehend ihren Anwalt. Neben den rechtlichen Schritten ist es aber vor allem die Kritik im Netz, die ihr zu schaffen macht. Mir persönlich hat es immer sehr geholfen, wenn es mir sehr, sehr schlecht ging, dass ich mich überwunden habe, mir was Schönes anzuziehen. Ich bin in eine andere Rolle geschlüpft. Ich habe immer goldene Schuhe getragen. Ich habe immer Haarreifen aufgehabt. Ich hatte immer irgendwelche riesengroßen Spangen auf dem Kopf. Und ich liebe Accessoires. Ich liebe das, wenn es glitzert. Und dann geht es mir gut. Weil den Glanz, den ich von innen nicht habe, den führe ich mir von außen zu. Es bleibt die Frage, was war zuerst da? China Haarreif oder Kathis Design? Ja, wenn es doch so einfach wäre, Glitzerhaarreif auf und schon geht es uns besser. Barbara, die Häme im Netz ist ja groß. Was steckt denn wirklich dahinter? Ja, es ist wirklich ein bisschen schwierig zu beurteilen, weil sie natürlich ganz klar sagt, hey, die Designs stammen von uns, also von mir und meiner Geschäftspartnerin. Aber wir produzieren in Asien und haben nicht so den Überblick über die Lieferketten. Also wir wissen nicht, wer was weitergibt. Aber sie sagt, sie hat eine weiße Weste und sie will das jetzt überprüfen und will auch den Lieferanten deswegen wechseln. Aber klar, es gibt natürlich diese zwei Produkte, die sich wahnsinnig ähnlich sehen, ne? Ja, und das müsste man ja auch eigentlich ganz klar nachvollziehen können, ob die Designs von Ihnen stammen und erst bei Ihnen waren und dann erst auf der Plattform. Aber wie erklärt Kathi sich denn die Ähnlichkeit der beiden Haarreifen? Ja, also das ist leider wirklich so, da haben die beiden schon so ein bisschen herumgedruckst. Also sie konnten bzw. wollten auch nicht so richtig sagen, wie das jetzt dazu zustande kommen konnte. Sie sagt halt, ich stehe dahinter, wir haben alles mit Herzblut gemacht und ja, ich stehe mit meinem Namen, mit meinem Gesicht für diese Marke und habe mir eigentlich nichts vorzuwerfen. Und klar, wir haben es ja am Freitag schon gesagt,
man kennt es ja von asiatischen Marken bzw. von so großen Modehändlern, dass sie gerne mal das ein oder andere Produkt kopieren bzw. klauen. Ne? Aber es ist natürlich schwierig zu beurteilen, wer jetzt diesen einen Haarreif als erstes designt hat. Ja, absolut. Und ich meine, es gibt ja viele Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, die irgendwas designen oder irgendwas rausbringen. Und ganz viele achten da eben halt auch auf Nachhaltigkeit und wo es produziert wird. Und das kann man ja sagen, da haben sie sich eben für den asiatischen Raum entschieden. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Das monatelange Versteckspiel zwischen Wolfgang Porsche und Gabriela zu Leiningen hat anscheinend ein Ende, liebe Barbara. Die Salzburger Festspiele werden zu den großen Porsche-Festspielen, denn der gemeinsame Auftritt hat es in sich. Porsche-Festspiele in Salzburg. Hand in Hand zeigen sich Automilliardär Wolfgang Porsche und Gabriela Prinzessin zu Leiningen der Gesellschaft. Nach Monaten des Versteckspiels. Das gesamte Wochenende übertorteln die beiden über den roten Teppich. Gabriela Prinzessin zu Leiningen besticht nicht nur mit ihren Outfits. Sie geht noch einen Schritt weiter und präsentiert sich mit ihrer gesamten Familie. Ihrer Tochter Theresa zu Leiningen aus der Ehe mit Prinz Karl Emich zu Leiningen und mit ihrem Sohn Prinz Ali Mohammed Aga Khan aus der Beziehung mit dem milliardenschweren Karim Aga Khan. Die beiden treten zum ersten Mal gemeinsam mit ihr und dem neuen Partner in der Öffentlichkeit auf. Eine Familienzusammenführung mit gesellschaftlicher Bedeutung. Ja, so hat man die beiden in der Öffentlichkeit noch nie gesehen. Barbara, diese Auftritte, was für eine Bedeutung haben die beiden? Eine mega große, weil man muss ja einfach sagen, die Salzburger Festspiele, da trifft sich das Who is Who, ne, der Gesellschaft. Also es ist wirklich so einer der großen, hohen gesellschaftlichen Ereignisse. Und wenn man dort sich händchenhaltend und innig als Einheit zeigt, dann ist das ganz klar ein Bekenntnis. Und ich finde, es ist wirklich ein Liebesauftritt gewesen. Und ich finde, man könnte auch so ein bisschen spekulieren. Wir haben es ja gerade gesehen, ihr ja, knallrotes, enges Abendkleid mit diesen, ich würde jetzt mal sagen, so Cutouts. Das ist schon auch so ein bisschen so ein Zeichen, hey, ich bin die neue Frau an seiner Seite. Und gerade, dass sie natürlich jetzt auch diese Familienzusammenführung gemacht hat, finde ich, ist auch nochmal so ein Bekenntnis, dass wir jetzt zusammen gehören und auch in die Zukunft gemeinsam gucken. Jetzt gibt es ja immer öfter gemeinsame Hand-in-Hand-Auftritte der beiden, aber nach wie vor natürlich keine offizielle Aussage, ja, wir sind ein Paar. Woran liegt denn das? Ja, das ist natürlich ganz klar, dass Wolfgang Porsche ja immer noch verheiratet ist. Ja. Also die Scheidung läuft zwar, aber es soll, also was wir so aus dem Umkreis wissen, soll jetzt nicht alles so reibungslos laufen und man möchte natürlich jetzt nicht noch unnötig in Wunden, sage ich jetzt mal, streuen und möchte da jetzt irgendwie noch was verkomplizieren. Deswegen versuchen die beiden natürlich, sich da noch bedeckt zu halten, aber wir haben es ja gerade schon gesehen bei dem Auftritt. Ich glaube, mehr muss man eigentlich gar nicht dazu sagen und er hat ja auch ihr kürzlich eine Finke auf Mallorca gekauft. Die beiden waren ja im Urlaub auf den Malediven, also letztlich sind das ja alles so Symbole, also Zeichen für deren Absolut. Beziehung. Und dank Bunte Live bin ich ja auch immer bestens informiert, jetzt auch über die Porsches. Es ist natürlich bekannt, dass seine Frau sehr krank ist. Wir wissen nichts Genaues über die Krankheit. Deswegen gucken wir da natürlich momentan alle drauf. Und in Österreich ist es ja auch so, dass beide Parteien quasi der Scheidung zustimmen müssen. Und das hat sie bisher ja eben noch nicht getan. Wir bleiben natürlich weiter dran. Vom neuen deutschen Society-Traumpaar geht's jetzt nach Griechenland in einen Albtraum. Noch immer brennen dort die beliebten Urlaubsinseln. Die Griechen leiden und TV-Reality-Sternchen Eva Benetatou, die ist ja gebürtige Griechin und sie kann nicht mehr nur zusehen, wenn es um ihre Heimat geht. Sie muss handeln. Das ist der Traum vom Urlaub. Das ist die Realität. Das beliebte Urlaubsziel Griechenland steht in Flammen. Hotels brennen und Touristen schlafen an Flughäfen. Eine, die genau weiß, wie es den Menschen vor Ort geht, ist Reality-TV-Star Eva Benetatou. Wir treffen sie bei ihrem Lieblingsgriechen in Düsseldorf. Griechenland ist ihre Heimat. Ein Großteil ihrer Familie lebt dort. Ich hatte tatsächlich vor, natürlich im Sommer in Griechenland zu sein. Ich möchte halt meine Familie sehen und besuchen. Das ist für mich das Wichtigste. Aber ich kann es mir auch aktuell gar nicht vorstellen, irgendwo am Strand zu sein, und zu wissen, okay, auf der anderen Seite brennt gerade alles. So geht es auch vielen deutschen Touristen, deren Urlaubspläne von den unaufhaltsamen Flammen durchkreuzt wurden. Eva kann das gut verstehen. Ich selber habe in Griechenland auch schon mal Waldbrände mitbekommen. Ich war vor Ort und man hat einfach
jeden Moment Angst. Man weiß nicht, wie weit das Feuer gehen kann. Man hat Angst um sein eigenes Land, sage ich mal, um sein eigenes Haus und natürlich auch um die Familie. Doch nicht nur ihre Familie, sondern das Wohl aller vom Feuer betroffenen Griechen liegen Eva am Herzen. Es wird sehr, sehr viel über Touristen berichtet, aber leider wirklich sehr, sehr wenig auch über die Einheimischen und auch deren Leid, was denen gerade passiert. Ja, Menschen verlieren ihr Zuhause, sie verlieren einfach alles. Die Einheimischen müssen evakuiert werden und nicht nur Touristen, auch sie brauchen ein Dach über ihrem Kopf. Deswegen habe ich eine andere Initiative ergriffen und habe ein Spendenkonto eröffnet. Und ich würde mich sehr freuen über jede Unterstützung und das Ganze geht natürlich dann auch direkt nach Griechenland. Wir wünschen viel Erfolg und hoffen, dass die Feuer bald gelöscht sind. Ja, tolle Aktion. Und wir schauen auf die Hollywood-Lieblinge George und Amal Clooney, die urlauben in ihrer zweiten Heimat am Comer See in Italien samt Kindern und Boot. Clooneys in Sicht. Dieses Mal nicht auf dem roten Teppich inmitten anderer Superstars, sondern auf dem Comer See. Für den Hollywood-Star ist seine Villa Oleandra im italienischen Örtchen Lalio so etwas wie die zweite Heimat. Genug Platz bietet das Haus mit seinen 25 Zimmern und einem Pool allemal. Und wenn es doch mal langweilig werden sollte, dann ab zur privaten Bootsanlegestelle. Von dort aus schippern die Clooneys zu einem Hotelrestaurant auf der anderen Seite des Sees. Ein Familienausflug mit Seltenheitswert. Denn die Zwillinge Alexander und Ella sind dabei. Und wie man sieht, ganz schön groß geworden. In ihrer Heimat Amerika halten Amal und George die Sechsjährigen komplett aus der Öffentlichkeit raus. Im Urlaub wird scheinbar eine Ausnahme gemacht. Ja, Barbara, entspannte Bilder der Familie Clooney. Welche Geschichte erzählen uns denn diese schönen Bilder, die ihr uns mitgebracht habt? Ja, ich finde, es ist so schön zu sehen, wie groß diese Kinder geworden sind. Ich meine, die beiden sind jetzt 6 und ich hatte das Gefühl, die sind noch älter, wo ich die Fotos gesehen habe. Und was ich auch so schön finde, ich meine, wir sehen es zwar jetzt nicht hier, weil es ja verpixelt ist, aber die beiden Kinder haben so eine verblüffende Ähnlichkeit mit ihren Eltern. Also gerade die Tochter Ella ist wirklich so eine Mischung aus Amal und George Clooney. Und das finde ich total süß, weil, wie wir es ja gerade schon gesehen haben, die beiden zeigen sich ja in Amerika eigentlich nie wegen der Sicherheit. Und jetzt so zu Hause in ihrer Villa Oleandra, die sie ja schon ganz lange haben, ist es einfach schön, dass man sie so klassisch im Sommerurlaub, also im Family-Urlaub sieht. Und ich liebe es, wenn man Sachen von George Clooney am Comer See sieht, weil es gibt einfach immer so deutsche Vita-Vibes. Ja, und ich liebe es, mit dir zu quatschen. Liebe Barbara, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns im Studio zugeschaltet warst. Barbara Fischer. Danke.